Ich muss eine kleine spektakuläre Info drehen. Und zwar werde ich auch ein paar Themen anders sagen, aber erstmal das Thema. Und zwar werde ich diese Woche Samstag mit meinem Bruder gemeinsam für 7 Days to Die einen Kurzfilm drehen. Dieser Kurzfilm wird zeigen. Naja, es ist jetzt nicht so wie dieses Let's Play. Aber es wird einfach nur zeigen, dass es einfach auch andere Wege gibt, 7 Days to Die zu genießen und so. Und ich möchte euch einfach nur einen Kurzfilm geben, wie witzig es wird. Weil ihr kriegt es dann einfach nicht so ein einzelnes Video rein, sondern, obwohl es wird ja eigentlich ein einzelnes Video sein, aber es wird dann so sein, dass ich ein paar Videodinger da raushole, da reinpacke, also jetzt, und dann hochlade am Freitag um 20.15 Uhr, also nächste Woche, übernächste Woche meine ich. Weil diese Woche Samstag ist, diese Woche ist Tyler nicht da. Deswegen werde ich mit meiner Schwester Ova Kuxafi drehen und ich muss auch noch sehr viel GTA drehen. Deswegen werde ich heute kein GTA hochladen, sondern einfach jetzt erstmal das hier und dann Overwatch und dann Ende. Aber trotzdem werde ich GTA San Andreas denn diese ganzen, vom Montag bis Freitag, nur GTA San Andreas durchsuchten. Die Folgen werden ein bisschen länger sein, also tut's mir echt leid. Und ja, das Thema von 7 Days to Die ist der Kurzfilm 7 Days to Night vielleicht. Ich bin noch am überlegen, ob ich das wirklich 7 Days to Night nenne, weil irgendwie... Oder 7 Days to Death. Oder einfach nur 7 Days to Die. Der Kurzfilm. Auf jeden Fall werde ich dann gucken, wie es denn kommt. Vielleicht wird es auch nicht um 20.15 Uhr kommen, vielleicht um 22 Uhr. Dann werde ich, sobald wir aber auch 7 Days to Die durch haben, werde ich mit meinem Bruder Outlast 1 zocken. Dann werde ich, also jetzt Outlast 1 getrennt. Jedes Mal, wenn wir sterben, wechseln wir ab. Dann werde ich ihn, kommt nochmal ein Spaß-Let's Play, Minecraft. Obwohl das kein Spaß-Let's Play das ist dann. Wartet mal kurz und ja, aber ich werde ihn auch so machen, dass ich einfach erstmal die Namen überlegen muss. Dann werde ich noch. Ich brauche keine Scripts, ich brauche keine Fehler im Film wie bei Mr. L. Ich habe mir dieses Video angeguckt. Ich fand das so langweilig. Junge, du musst nicht sagen, was ihr für Feedbacks meint. Wir wissen das schon alle selbst. Dass wenn du sagst, oh, ich geh mal kurz auf die Toilette, alleine durch den Flur und weiß nicht, wo das ist so ein klassisches Horror-Feedback. Ich weiß. Aber es ist dennoch so dumm, es zu äußern, was damit falsch gemeint wird. Also Mr. L, Kavum und Deutsche Kartoffel, das war so beschissen. Also ganz ehrlich, sowas muss ich mir nicht geben. Dann wollte ich gerne nochmal rüber reden über Let's Food Test. Und zwar wird Let's Food Test nur noch 2 Food Test Videos bekommen. Danach wird Let's Food Test mit Essen stattfinden. Also mit Trinken war es das dann. Und dann kommen 7 Folgen mit Essen. Danach, nachdem, sind wir fertig. Dann nach Let's Food Test werde ich dann erstmal Pause von Real-Life-Videos machen, dann werdet ihr mich erstmal nicht sehen auf Kamera. Dann will ich erstmal noch mich äußern gegenüber den Streit von Mr. L, Kavum, mir und der Deutschen Kartoffel. Der Deutschen Kartoffel, die hat eigentlich gar nichts gemacht. Die hat sich einfach eingemischt. Das ist so dämlich, wenn sich immer Leute einmischen müssen in einem Streit. Ich meine, selbst das mit Mr. L und Tor der Gott XD. Selbst jetzt verstehe ich sogar, warum Tor der Gott XD Mr. L nicht leiden kann. Mir fällt es auch schon die ganze Zeit auf, dass sie wie als hätten die Gedächtnisschwund immer so tun, als würden sie es nicht mehr wissen. Es kann aber auch, bei mir ist es ja klar, Kavum hat gesagt, du hast Redeverbot, denn in jedem Overwatch-Video, was ich mit denen zusammen aufgenommen habe, mit Regedenica, fangen die an, über mich zu lachen. Als ob da niemanden, wirklich niemand, da ein Faden, also wie, stellt euch einfach mal so einen Faden vor, der durchgeschnitten wird. Das sind jetzt praktisch eure Nerven. Die sind dann am Ende und dann wollt ihr einfach zu denen sagen, ihr kleinen Fs. Tut mir leid, ich werde nicht fluchen, also nur F.
Solange Kavum sich dafür nicht entschuldigt mit dem Sprechverbot, kann er mich mal am Arsch lecken. Und Mr. L, der muss nicht immer wie so ein Penner drüber lachen, wenn jemand beleidigt wird oder jemand abfuckt, dann musst du nicht anfangen, über jemanden zu lachen. Oder wenn du so ein YouTube-Turnier machst, dann musst du auch nicht gleich so sagen, ha, ey, scheiße. Kannst mich mal am Arsch lecken. Vor allem, dass er mir auf Discord meinen Namen klaut, obwohl er auch einen eigenen hat. Dieser Penner. Ja, Kavum, Michelle, ich warte auf eure scheiß Entschuldigung, solange ihr das nicht macht. Kommen weitere beleidigende Videos gegen euch beide. Ihr könnt euch auf nächsten paar Tage freuen, wenn ihr, solange ihr euch nicht entschuldigt habt, weil ich gehe jetzt einen Gang höher. Also war ich noch auf normale politische Scheiße. Und jetzt wollte ich mal auf bisschen auf politische Sachen gehen mit der SPD, AfD und so ein Scheiß. Ihr seht, man kann ja wieder wählen gehen über sowas. Ich will ja nicht wählen, weil absolut, das ist doch dumm. Egal was ich wähle, die werden letztendlich entweder Deutschland zerstören oder, na gut, es gab so ein paar Sachen, die die AfD wirklich richtig gemacht hat und die SPD hat auch ein paar Sachen richtig gemacht. Die Grünen machen eigentlich allerdings vieles falsch, was auch schon generell jedem Menschen fehlt. Und das habe ich auch in den Nachrichten gesehen mit diesem kleinen Mädchen, was auf Insta oder ich glaube, das war TikTok geschrieben hat, dass sie Deutschland liebt und dass sie ihre Heimat ist. Plötzlich kommt der Direktor und sagt, ich rufe die Polizei an und dann muss sie dieses Video löschen. Also dieses Video oder dieses Bild löschen, wo sie hingeschrieben hat, dass es mein Land ist. Das ist. Tut mir leid, ich will jetzt auch keine Polizisten oder Politiker beleidigen, aber das ist einfach nur dumm. Ich mag es zwar gerne, mir mit anzugucken, wie die CDU, SPD und die Grünen einfach richtig weit in den Bach runtergehen. Die SPD macht vieles falsch, die Grünen machen vieles falsch. Ich meine, die Grünen wollen ja Autos abschaffen mit Gas. Das heißt, du fährst ja nur noch E-Autos. Wie willst du denn pünktlich zu deiner Arbeit kommen? Ich meine, selbst die Züge fahren sogar mit Gas, glaube ich, wenn du jetzt den Generator meinst. Weil du musst ja den Zug mit Strom versorgen auf den Schienen. Also brauchst du ja Gas. Oder du benutzt einfach so einen Generator. Aber der braucht ja Benzin, Treibstoff. Und wir brauchen ja auch gesunde Energie, um zu leben. Das ist mir ja auch klar. Aber dennoch sind gasbetriebene Autos schneller als ein scheiß E-Auto. E-Autos sind gefährlich, können explodieren, sind nicht gerade die besten, aber naja. Wenn ich jetzt was Falsches sage, kommt ihr auf einmal so, er wählt die AfD. Alter, haltet euer Maul. Ich wähle keine AfD, ich wähle auch keine Linken oder SPD oder so. Die sind alle so, wie sie sind, ist mir egal. Es interessiert mich auch nicht mehr, was ich sehe, aber ich will nicht mehr hören, dass ich mich mal Thema äußern muss über die Thema Politik. Das hat mal jemand mir gesagt auf Instagram, dass ich mich mal darüber äußern muss. So, das war's jetzt. Aber wirklich, ich kann nicht mehr. Ciao.